Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir feiern im Jahr 2019 die erste urkundliche Erwähnung vor 1250 Jahren Hockenheims im Lorscher Kodex. Und in diesem Zusammenhang konnten wir Herrn Dr. Schäfers vom UNESCO Kulturwelterbe wieder gewinnen für einen Vortrag, der da lautet: Das Lorscher Arzneibuch. Und alles Weitere wird Ihnen jetzt Herr Dr. Schäfers selbst erläutern. Das Kloster Lorsch war erst wenige Jahre alt, als Hockenheim zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Und doch war es schon sehr bald, wahrscheinlich schon zwei, drei Jahrzehnte später, eines der Zentren der europäischen Geistesgeschichte mit einer der großen Bibliotheken und einem der großen Skriptorien, also Schreibstuben des Reiches. Das Lorscher Arzneibuch ist eines der frühesten Produkte aus diesem Lorscher Skriptorium und steht am Anfang der Wissenschaftswertung der Medizin im lateinischen Abendland. Es handelt sich um ein Rezeptar, dessen Rezepte für den medizinischen Gebrauch der Zeit gedacht gewesen sind. Aber wichtiger scheint mir noch das Vorwort dieses Arzneibuchs zu sein. Dieses Vorwort beschreibt auf mehreren Seiten, dass es nicht nur möglich, nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten ist, sich mit der heidnischen Disziplin der Medizin auseinanderzusetzen, um den nobelsten christlichen Auftrag, den jeder von uns hat, nämlich die aktive Nächstenliebe, praktizieren zu können.